Marco, ich bin 22 Jahre alt und ich bin auszubildender Heilerziehungspfleger im dritten Ausbildungsjahr. Also ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte keinen so einen langweiligen Job haben, ja, wo ich auch jeden Tag das Gleiche machen muss. Ja. Möchte am liebsten auch mit Menschen arbeiten und habe dann in der Heilerziehungspflege auch dieses Tätigkeitsfeld entdeckt, ja, das diese Abwechslung bietet. Mein Ausbildungsbereich ist mit Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das können Menschen mit einer geistigen Behinderung sein oder Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und da unterstütze ich ja, im täglichen Leben, so vielfältig wie die Menschen auch sind, die wir unterstützen, ja, so vielfältig sind auch diese Aufgabenbereiche. Man hat einfach die Möglichkeit, hier auch wirklich noch was zu bewegen. Wir wollen Menschen mit Unterstützungsbedarf in die Gesellschaft integrieren. Wir schauen nicht so defizitär, Mensch, was kann der Mensch nicht, ja, sondern wir schauen, was kann er denn und wie können wir das dann auch ausbauen. Also ich arbeite hier in einem Wohnhaus, ja. Hier leben 39 Menschen mit geistiger Behinderung. Die haben dann natürlich auch Pläne für den Tag und dann helfen wir bei der Umsetzung. Ja. Wir machen stark, dass der Mensch einfach ein natürliches Leben haben kann. In der Berufsschule, da gibt es zwei große Bereiche. Das ist einerseits der pädagogisch-psychologische und der medizinisch-pflegerische Bereich. Und dazu kommen dann auch noch diverse kreative Fächer, Sport- und Motopädagogik oder gestalterische, musische Sachen. Für mich ist es so, ich merke natürlich die Erfolge bei meiner Arbeit nicht wie jetzt ein Mechaniker, der abends irgendwie einen Teil fertig gefräst hat. Ich merke meine Arbeit dauerhaft, ja, über Wochen hinweg, über Monate hinweg, über Jahre hinweg. Ich sehe, wie sich der Mensch, den ich begleite, entwickelt, ja, wie er weitere Kompetenzen, ja, erwirbt. Und das ist dann natürlich auch der Lohn meiner Arbeit, ja, und das macht mich schon auch stolz.